Ja, hu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Immer noch mit dem Malael und mit dem Vilandesh. Und wir wagen das Unmögliche. Wir gucken uns mein Kleid an. Nein, wir gehen jetzt in eine Solo, nicht in eine Solo, in eine Instanz. Wir gehen zu dritt in eine Solo-Instanz, ja. Ja. Und der Vilandesh, der ist ja hier schon der Profi, der versucht sich als Tank, obwohl er kein richtiges Tank-Equipment hat. Also ist das voll gut angepasst an unsere Spielkönnen hier. Und ja, der Malae macht unseren Damage-Dealer. Und ich versuche, die beiden am Leben zu halten und werde da gucken, was ich kann. Ich habe vollstes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Dankeschön. Waländisch? Wir werden sterben. Mein Gott, sie haben Wallandisch getötet, ihr Schweine. Willandisch, nicht Wallandisch. Na gut, Okay, dann. In den Hubschrauber. Ach so, nein, ich muss ja auch dieses Questding hier anklicken, damit ich das auch mache. Ja, warte, es reicht ja, wenn einer sagt, wir gehen in die Dungeons, dann werden alle da rein teleportiert. Ich muss ja die Zwischensequenz kurz Oh, unterwischen. nicht vergessen, ja. Miss Radcliffe und ich hatten eine kleine Debatte über unsere Nicht-Eingriffspolitik in dieser Region. Ich war in der Highschool im Debattierclub. Aber vielleicht haben wir doch eine Chance, etwas zu unternehmen. Das heißt nicht wir, sondern sie. Ein Frachter ist vor einer der Küsteninseln auf Grund gelaufen. Wir haben ihn auf Satellitenbildern. Er kam vor dem bio-okkulten Nebel. So kamen die Kreaturen her. Quasi auf einem Mutantenschiff. Das Traumschiff des Grauens. Sorry. Laut Protokoll müssen wir auf unsere Einsatzteams warten, oder unser Pilot setzt sie jetzt dort ab. Ich sollte erwähnen, dass ähnliche Frachter dafür benutzt worden sein könnten, Material unserer Schwesterunternehmen innerhalb der Gruppe zu transportieren. Das haben sie aber nicht von mir. Aber jemand wie Sie hätte vielleicht Verwendung für das Material. Gute Verwendung, wenn es da wäre. Was ich damit natürlich nicht gesagt habe. So läuft das doch, oder? Ungefähr. Eins noch. Sie müssen diese Erklärung unterschreiben, dass die Gruppe nicht für Verletzungen haftet, die Ihnen durch diese Aktion entstehen. Und Sie außerdem... Sir! Es ist zu Ihrem Besten. Es ist zu Ihrem Besten. Es ist zu meinem Besten, ja. Taktische Karte der Orange untersuchen. Zack. Okay, So. Raid Team Topographical Overview. Sollten wir vielleicht auch noch untersuchen, ja? Die Map. Ich habe die Map schon untersucht. Ja, du wieder, Streber. Wo ist die Map? Auf dem Auto. Liegt auf dem Auto. Also sagt einfach, sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid, dann mache ich, dass es losgeht. Okay, jetzt. Okay. Okay. Habt ihr sie bekommen? Hinein. Okay. Ladebalken des Todes, los, beeil dich. So, und da der Pro auch noch. Du warst hier schon mal alleine drin, hast du gesagt, ne? Naja, ich hab's mal versucht, aber Ja. mit Level 10 und lila Gear, aber ja. Lila. Ja, es gibt ein paar Lila Quests ist. wie Last Train of Cairo zum Beispiel, da gibt's ein lila Kopfstück. Das Wissen. Ja, das ist ja wieder typisch. Ich glaube, du wärst auch wirklich so der Typ, der sich die ganze Bibliothek holt. Ja. Ich? Och. Es gibt Schlimmeres als zu wissen, ne? Okay, dann schauen wir Da mal. gibt's Gegner. Okay. Ob ich noch. Moment, Moment, Feuer. ich bin der Tank, gell? Achso, ich habe keine Ahnung Ich von fange sowas, an. deswegen. Du Okay, musst nur alles schauen, klar. dass du mich am Leben hältst. Da ist was dran. Dann sollte ich dich vielleicht auch mal auswählen Ja, als wäre nicht schlecht. Heilziel. Ich glaube, das würde etwas helfen. Dann gehen wir mal auf den anderen Heilskill über. Weil du kriegst es da ja nicht gerade ordentlich ab hier. Naja, geht ja. Okay, das ist ein Tank-Item, gerade das nehmen wir mal auf Need. Was, das ist ein Tank-Item? Ja. Okay, mein Fehler. Ah, kein Problem, ich hab's eh gekriegt. Also Tank-Items erkennst du daran, dass die viel Oh, Gesundheit hier kommt haben, ein aber Boss. wenig andere, also wenig Angriffskraft. Ja, Koali?
Stopp, warte kurz. Mhm. Da hinter solchen Barrieren ist immer ein Boss. Wenn du stirbst, musst du hier draußen warten. Bis alle geweiht sind. Und check hier ich. Nicht ins Wasser. Das Wasser macht Schaden. Nicht aus den Elektrobitzen raus, ja. Okay, gibt's hier auch Wissen? Tut mir leid, dass ich dir da die ganze Info-Sache klaue, belandet. Na, kein Problem. Ich bin halt selber jemand, der gerne mal mit seinem Wissen angibt. Das bisschen, das ich weiß. Also richtig heilen tue ich, also ich tue dich ein bisschen heilen, ne? Also richtig macht doch nichts aus, oder? Ah ja. Oder merkst du da was? Ja, ich merk schon ein bisschen was. Lange nicht sterb. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen mehr bewegen. Das ist das Rote. So, das ist ein. Ja, yeah, sorry. Ich dachte, das hilft. Ja, na passt. Ich hab mir nicht gewusst, von wem es kommt. Oh, fuck. Bist du tot? Ja. Tot. Wieso bist du tot? Du bist jetzt hängst, du darfst nicht tot sein. Weil ich versagt hab wahrscheinlich. Du hast nicht. Du bist auch gleich tot. Versagt. Eat me! Ja, mache ich ja gerade, aber das ist anscheinend nicht genug. Scheiße! Nein! Jetzt geht sie alle auf mich! Natürlich, ich tu doch gar nichts! Okay, wir haben versagt. Nimm das! Und das! Ah ne, kannst du nicht. Nimm das! Und wenn ich ihn jetzt down kriege, ja, dann ist das ziemlich schlecht. Ja, das ist recht. Aber noch schaut's gut aus. Nee, der hat noch zu viel Leben. Nee. Was okay. Hast du für Items überhaupt an? Hast du eigentlich ich? Heilwertung drauf? Plus Heilung oder? Moment. Ich habe nicht viel Auswahl, ne? Ich habe hier. Nee, da ist keine Heilwertung drauf und auf dem anderen auch nicht. Aber ich habe auch nichts an, wo Heilwertung drauf wäre sonst. Okay. So, also auf den Waffen zumindest. Okay, nicht. So, dann habe ich hier. Also auf den Waffen ist sowieso nur Waffenkraft drauf. Okay. Jetzt erstmal am besten die ganze Situation Revue passieren lassen. Was ist genau der Fehler gewesen? Zu wenig Heilung, zu wenig Damage. Ja, auch das müssen. Es lag an dem Tank, ja. Was hast du denn für passive Fähigkeiten gewählt? Oder welche Waffen benutzt du überhaupt? Also ich habe von den Items, die ich habe, habe ich die besten für meinen Heilwert an. So. Und passive Fähigkeiten? Oder fangen wir mal mit den aktiven an. Welche Waffen benutzt du? Ich benutze Klauen und Sturmgewehr. Okay. So, dann habe ich erstmal aktiv an Animaschuss. Ja. Basisarbeit ist. Na, okay. Ja, dann Nähren. Ja. So, und dann hier Verbraucher Feuer frei. Achtung, Granate. Vorrücken verlangsamen und einmal sichern und laden. Okay, hast du einen Schuss, Anima-Schuss schon? Moment. Anima-Schuss? Das ist der äußere Ring. Squad Duty, also der dritte Sektor gegen den Uhrzeigersinn. Erste Fähigkeit zur Grün. Sperrfeuer, Annehmer-Injektion. Heißt der? Kann das sein? Das kann sein, ist ein grünes Icon mit zwei Sturmgewehren mit einem. Kann ich mir kaufen? Ja. Habe ich noch nicht, aber kann ich mir kaufen? Kaufe ich mir jetzt. Okay. Zack, so. Dann würde es. Das ist ein Verbraucher, ne? Das ist ein Verbraucher, ja, genau. Ja davon habe ich ja noch nicht so geile Sachen. Als Passiver zum Anima-Shot, also zum Anima-Schuss, den Anima-Boost. Erhöhte Dosis kann ich mir aber nicht mehr leisten, habe ich jetzt noch nicht. Nein, im inneren Ring noch. Innerer Ring. Innerer Ring. Anima-Schuss. Anima-Schuss. Dann drunter das Passive. Also, du müsstest eigentlich eh schon alles haben, oder? Anima-Schuss habe ich, okay, ja. Dann das Passive zum Anima-Schuss habe ich auch drin, Boost, ja. Anima-Boost, dann Experience oder Erfahrung. Die Elite-Fähigkeit, die Passive. Die habe ich auch drin, ja. Oh, was gibt's dann noch? Dann habe ich noch näherndes Geschenk, Dauer von näherndes erhöht. Ja, okay.
Dann habe ich Wundenlecken drin. Ah, das ist eine Selbstheilung. Dann habe ich verbesserte Basisarbeit. Dann habe ich erhöht direkten Schaden und Heilung aus Faustkräften um 10%, ja, von Raubtier. Ja. Und Adlerauge erhöht Schaden und Heilung von Sturmgewehrkräften. Hast du sonst noch was aus dem äußeren Ring vielleicht bei der Faust? Bei Faust habe ich noch nichts, okay, im äußeren Ring. Das Einzige, was ich äußeren Ring habe, ist hier Glückstreffer habe ich noch. Passive Kraft. Aber die macht nichts mit Heilung. Dann hier das gerade Anima-Injektion habe ich gerade gekauft. Basisarbeit und verbesserte Basisarbeit. Okay. Die habe ich beide ja auch schon ausgerüstet. Okay. Naja, wir können es nochmal versuchen, aber ich glaube. Ich hätte noch Blutmagie innerer Ring, aber ich habe noch kein Blutmagie-Item mit. Deswegen. Ja. Das Problem ist, dass du dann die entsprechenden Waffen brauchst. Ja, eben. Aber mal gucken, wie das jetzt aussieht mit dem neuen Verbraucher. Weil der macht ja schon ordentlich Heilung, wie ich das so gesehen habe. 1000 Punkte oder so. Ah ja, 1000 ist übertrieben, glaube ich. 170, 180 und? Geschätzt. Ne, 158 bis, ja, 313, ja. Okay. Aber es ist, also ist schon mal was ordentlich wert, ja? Okay. Okay, nächster Versuch. Im Prinzip das Ding auf Cooldown halten. Also sobald du es auslösen kannst, auslösen. Jupp, hab meinen Finger schon drauf. Okay, na gut. So. Dann okay, probieren wir es nochmal. Kann aber auch sein, dass ihr beide durch die Pizze gelaufen seid. Oh, das kann natürlich auch sein. Ne? Oh, der hat 4 Sekunden Cooldown. Das ist meins, das keine Angst kriegen. Ja, hab schon. Jetzt weiß ich's ja. Hart. Wow. What the fuck was this? Kann es sein, dass ich auch eben nicht genug nah bei dir dran stand? Und dann müsste er eigentlich hinschreiben, Ziel außer Reichweite oder so. Also hast dich ja gerade ziemlich krass mal gehoben. Ja, aber einen Trank entworfen. Achso. Ah, das, diesmal geht's. Ah, hör auf, du reicht, du Mistding. Blaues Equip! Haben. Nein, das ist zum Beispiel ein typisches Tank-Item. Nein, nicht für mich, danke. Bin ich so frei. Wenn es ein Tank-Item ist, dann bitte. Take it. Also im Prinzip, das Spiel ist eigentlich so ausbalanciert vom Equip her, dass man so im Laufe des Spiels bekommt, dass man eigentlich nie falsch liegt mit. Es ist immer genug Leben drauf, vor allem auf den grünen Items. Ja. Und die entsprechende Angriffskraft oder Heilwert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade eben eigentlich noch gezweifelt, dass wir ihn nicht mehr besiegen. Ich glaube, da hinten gibt es ja. Ja, das war erst der zweite Gegner, ne? Hier hinten ist Wissen, oder ich glaub, was? Ich glaube, wir haben in irgendeinem Video gesehen, dass es irgendwo Wissen gibt. Ich sehe einen Gegner. Oh. Und ihr habt ihn angelockt. Hier war Wissen. Das ist mal eine interessante Variante davon. Nice.
Mal eben den Wielandisch heilen. So. Ein bisschen zumindest. Okay. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, Leute, aber es ist echt auch spannend. So. Hier ist ein Spawn. Aussicht genießen. Das ist schon mal gut. Oh ja. Oh, ist das schön hier. Ich glaube, hier mache ich mal Urlaub. Gott. Identifizierung. Frachtschiff Polaris. Atlantischen Ozean verschollen gemeldet am 14. August 2007. Okay. Aus dem Radius raus, das oder war meiner. Rot ist meiner. Okay. Tut mir leid, das ist halt ein selbstständiger Flächenangriff. ja. Da kommt jetzt gleich wieder einer links und von links. Ja, so ein riesen, so ein riesen Krabbenvieh kommt da, ne? Nee, so eine Barbarenart. Blabenzauberung. Töte Spawn. Ey. Oh, Entschuldigung. Ich meinte, das war nicht frauenfeindlich gemeint, also nicht falsch, ne? Nee, ist klar. Ich weiß nicht, wie das bei Bossen ist, aber bei normalen Mobs kriegt man weniger Schaden, wenn man um die herum rumtanzt. Aha. Also, macht Sinn. Also nur stehen bleiben und sich verprügeln lassen und zurückkämpfen ist nicht die beste Idee. Also man merkt schon, ja, wenn man rundherum tänzelt, dass dann weniger Schaden reinkommt. Ups, das ist ein falscher Knopf. Ja. Das Problem ist bei mir, dass ich das rein Tastendruck technisch nicht auf die Reihe kriege. Okay, ich hab mir schon gedacht, ich hab jetzt gedacht, fürs Mitspielen skaliere ich mal runter und besorge mir so drei Level ein. Und dann habe ich mir gedacht, sieht so aus, als wenn du mit Tastatur und einer Maus spielst und nur zwei Tasten hast oder so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, holla, das ist aber schon verdammt anstrengend. Ich habe ja ein G600, ich habe ja 12 Daumen-Tasten, also ich mache das alles mit Daumen, die ganzen Skills. Ja, geil. Doppelpistole. Ja. Das, wer möchte eine Pistole haben? Ich brauche nur Tank-Items. Gut, her damit. Niemand will Pistolen. Mehr Liebe für Pistolen. Pistolen sind cool. Ja, ich glaube in Amerika kommst. So, was kann man jetzt hier? Also sicher wieder auch irgendwas mit aus dem Wasser raus oder so? Nee, noch nicht. Das ist in Phase 2 so. Erst müssen wir ihn schwächen. Schwächen ist. Wir kämpfen jetzt gegen ihn, er taucht manchmal unter und taucht aus dem Strudel wieder auf. Okay, also aus dem Strudel schon mal rauslaufen. Das wäre sehr gut. Ja. Wenn ich gut vernünftig heilen könnte, wäre das gut. Ab. Okay, er taucht bei mir, ab. Bei mir. Jetzt. Weil er hat dann auch ein Aggro gesetzt. Ah, okay. Denn. Oh, 65 Heilung. Okay, ja, das schwarze Zeug ist blöd, das ist gefährlich. Oh, da kommt ein. Na gut, wir machen es uns ja auch selber schwer hier, ne? Ein bisschen.
Also ein bisschen Heilung kriegst du echt mit, aber nicht sonderlich viel. Denn da hinten ist wer. Eigentlich solltest du den Tank erstmal antanken lassen. Ich dachte, er hätte schon angegriffen. Weil der war da schon so am Rumwirbeln. Das ist die Fortbewegung von erfahrenen MMO-Spielern. Die springen auch immer. Die laufen nicht, die springen. Ah, stopp, ich brauch mich nicht weiter angreifen. Jetzt ist Phase 2, jetzt haut er erstmal ab. Jetzt können wir uns kurz erholen. Okay. Heilung für den. Gut, und gleich wo er da steht, müssen wir auf die Container rauf. Weil das Wasser fängt dann an, unter Elektrostrom zu stehen. Und danach, nach einiger Zeit, fangen auch die Container an zu blitzen. Und dann müssen wir ihn schnell runterhauen. Okay. So, warte, gib mir noch schnell einen anderen Skill rein. Ich finde das immer blöd, dass das Defensivziel immer umswitcht. Also, das ist echt fies. Kriegst du mit der Maus irgendwo? Nicht? Nein. Ja, zwischendurch halt mal, wenn ich mich bewege halt. Ne? So, sind wir im Kampf? Ah, scheiße, wir sind im Kampf, okay. Na, da hinten ist er, der wartet da schon. Oh, er schickt uns immer wieder einen Zombie nach, jetzt kommt ein Zombie. Ja. Und denkt dran, jetzt erstmal gleich jetzt erst auf die Container. Und der Tank muss, ja, sein Glück versuchen. Auf ja, auf die Container da hinten. Weil sonst sind... Auf die da hinten. Oh, schnell rauf, schnell rauf, schnell rauf. Ja, bis jetzt, es läuft auf jeden Fall schon mal besser als in so einem ersten Anlauf. Problem ist nur, wenn er gleich anfängt, die Container zu elektrisieren. Aber nicht alle auf einmal. Guck mal da hinten. Ja, aber es ist der Raum am Schild, wo ich bin. Quali. Okay, scheint auch nicht, der hätte meint wieder. Der hinten scheint nicht. Du bist auf den hier drauf. Hat aufgehört bei mir, okay? Ja, shit. Ah, verdammt. Was soll das? Ich hab dir nie was getan. Schnell, ich muss dich auswählen. Also, das musst du jetzt erst. Ja, ich hab da ein Problem. Okay. Nein, das wird nix. Das wird nix. Hier frisst eine Granate. Lass mich in Ruhe. Aber warum ist er gleich erst auf mich losgegangen? Ja, weil du cooler mein bist. Weil Damage Agro immer noch höher ist als Heil-Agro. Als Hexer solltest du das aber eigentlich wissen, oder? Ja, ich bin Gebrechenhexer gewesen. Die können kein Agro klauen. Okay. Okay. Von vorne. Erstmal muss ich mich wieder hochheilen hier, oder? Müssen wir auch Phase 1 wieder beginnen. Das wäre krass. So. So. Ich glaube, man spawnt einfach an dem am Spawnpunkt, oder? Hm? Du wechselst gerade noch Gear, oder was? Ich habe noch einen Heilskill rein. Ja, er holt sich jetzt 10-4er Equip für Tank. Okay. In Gold. Läuft. Oh, was war denn hier noch? Oh ja, Phase 1 müssen wir wieder anfangen. Nein! Ah, okay. Okay, diesmal warte ich, bis ich anfange zu schießen. Okay. Bereit? Eigentlich nein, aber ich mach's trotzdem. Na. Oh,
bin so schlecht im Heilen, es geht mir gerade echt so ein Piss. Oh, Leute, das wird eine harte Zeit. Aber wir machen ja Fortschritte, ne? So ein bisschen. Machen wir? Ja, also ich finde, das war jetzt schon schneller als eben beim ersten Mal. Aber es war schon gut, dass der Villain Dash gesagt hat, wir brauchen doch so ein bisschen so eine kleine Einteilung von Tank- und Damage-Dealer-Zeug. Weil wir sind ja auch um zwei weniger, als wir müssten, ne? Shit, ey, du bist ja schon wieder fast hin. Wow, hinter mir, Tank, los, Tank. Ja, der Tank ist fast down, das ist das Problem. Ach, Tank kriegt das hin. Er ist tanky. Ah. Außen sehr viel mehr weiter runter müssen wir. Wir haben ihn bald. Also wenigstens in der zweiten Phase. Ja. Jetzt müssen wir am besten hinterher, weil er heilt sich die Zeit, die wir brauchen. Vielleicht war das auch der Fehler. Gut, ich habe erstmal einen Gruppenbuff rausgehauen. Das ist gut. Ah, ist das jetzt zum Angucken wahrscheinlich echt dämlich, wenn ich hier so verdammt wenig rezähle, aber das ist echt schwierig, Leute. Ich weiß, es sieht so aus, als ob ich hier nur rumstehe und auf zwei Knöpfe drücke, aber es sind wichtige Knöpfe. Es ist spannend. Meine Freundin könnte das gar nicht spielen, die hat eine kaputte Tastatur. Ins Wasser geh nicht, ins Wasser bist du richtig am Arsch. Bleib lieber hier stehen, das hält dich lange. Wann der? Du lebst noch mit 64. Du lebst noch mit 64 oder nicht? Komm, den kriegen wir. Den kriegen wir. Heil mich. Heal mich. Ich versuch's töte ja. Töte ihn. Mit was? Ja, mit Glück. Glück. Okay. Wir drücken dir auch beide die Daumen. Malael, sie lebt ja noch. Malael ist tot. Ne, bei mir lebst du noch. Merkwürdigerweise. Ne. Bei mir lebtest du noch. Wahrscheinlich bei der Respawn bist du. Ich sag's mal ganz ehrlich. Wenn wir einen einzigen DD mehr hätten, würden wir einen Schlocker schaffen. Dann wird's wahrscheinlich gehen. Ja. Dein Kumpel, ne? Ja. Ich frage nochmal, wenn du möchtest. Aber er wird wahrscheinlich abgeneigt sein, weil wir halt schon die Distanz angefangen haben. Ja. Was war das denn jetzt? Naja. Was? Wie, wo? Okay, lässt noch einen Versuch. Oder gehen objektiv, wir wieder raus? Objektiv kann man das überhaupt? Bringt so in der Kombination nix. Jo, dann gehen wir wieder raus, wa? Wie kann man das überhaupt? So wieder ganz zurücklatschen. Aber wenn dein Anima-Ding-Port frei ist, Agar-Supporten. Wartet kurz, ich habe ihn jetzt nochmal gefragt.
Mhm. Weil ist es so, wenn wir noch einen DD, also mehr Schaden haben, dann klappt's. Ja. Dann frage er. Also ich habe ihn schon gefragt, jetzt müssen wir nur auf die Antwort warten. Alles klar, aber ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr beenden wir diese Folge mal kurz. Und dann werdet ihr in der nächsten Folge feststellen, ob wir denn diese kleine Instanz denn hinkriegen oder nicht. Bis dahin, have fun, euer Koali, euer Malael und euer Villandesch. Tschüss!